Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Tonqualität meiner Videos deutlich verbessere, wenn ich mit einem Gimbal filme. Das Problem, wir haben ja hier ein Smartphone. Mikrofon haben wir zum Beispiel hier unten, ist es an meinem Smartphone. Hier ist kein Windschutz drauf. Wenn hier der Wind ungünstig reinhaut, ob wir jetzt am Meer sind, möchte ich gar nicht dran denken, was das für hässliche Windgeräusche hier gibt. In Verbindung mit einem Gimbal ist das natürlich katastrophal. Ich zeige euch mal hier eine Passage, wo ich einfach nur um die Palme auf meiner Terrasse herumlaufe. Der Wind war aber ziemlich heftig. Das seht ihr auch anhand der Palmenwedel, wie die teilweise wackeln. Ich musste, um euch diese Passage jetzt einblenden zu können, den Ton hier komplett herausnehmen. Ansonsten hättet ihr schon an dieser Stelle abgeschaltet. Ich habe ja hier den Gimbal, das ist der DJI Osmo Mobile 6. Generation und ich habe hier ein Video gemacht, wie ich das Ding einfach nur vorstelle. Ich blende euch jetzt mal eben diese Passage ein. Dort sieht man, es geht um die Funktion Active Track, das ist die Autoverfolgung von Personen oder Gegenständen, die dieser Osmo Mobile 6 perfekt absolviert. Und da ist einigen Leuten aufgefallen, wie hat denn der da sein Mikrofon befestigt? Der hat dann sein Mikro auf dem Gimbal. Ganz einfach. Ich nutze ja hier meine Funkstrecke von der Firma Synco oder Seiko. Es gibt aber auch andere Hersteller von Funkstrecken, wie zum Beispiel DJI, Rode oder was auch immer. Ich verlinke euch unten in die Videobeschreibung einige richtig gute Funkstrecken. Ich nutze, wie gesagt, die von der Firma Synco. Hier habe ich zwei Einheiten. Das hier ist der Sender. Das ist mein Mikrofon. Ich habe hier so einen Clip dran, hier ist keine tote Maus drauf, nein, das ist ein Windschutz, damit die Aufnahme auch richtig gut wird und nicht störanfällig ist für Windgeräusche. Den Empfänger, das ist dieses Teil. Auch hier habe ich ein Klebepad und da seht ihr diesen schwarzen runden Punkt, der ist von mir. Was ist das? Ich bin hergegangen, habe mir über Amazon einfach diese Klebepads in Klett gekauft. Einfach nur eine harte, eine weiche Seite ist ja bei so einem Klettband dabei. Die weiche Seite, die klebt hier auf dem Empfänger der Funkstrecke. Die harte Seite, die klebt hier auf dem Osmo. Ihr könnt auch hier sehen, hier ist genug Platz zwischen. Es gibt keine Probleme beim Öffnen und Schließen von diesem Gimbal. Wenn ich jetzt hergehe und öffne diesen Gimbal, so, dann können wir nämlich jetzt hergehen, öffnen ihn, dann schaltet er sich automatisch an und hier seht ihr das Gegenstück. Da ist es. Ich kann jetzt hergehen und den Empfänger meiner Funkstrecke, den kann ich nach Belieben jetzt hier verkleben. Einfach nur drauf. Und schon, das Ding hält auch. Der fällt jetzt also nicht ab. Der hält hier an diesem Pad. Ich kann jetzt auch hergehen. Montiere hier das Smartphone. So, jetzt macht er einmal den Selbsttest. Fertig. Und jetzt kann ich hergehen und setze das Mikro ein. Ich kann hier die Aufnahmen machen. Der Gimbal ist komplett einsatzbereit und hier fällt nichts ab. Also ich kann hier richtig gute Tonaufnahmen erstellen. Das Ganze geht natürlich auch im Querformat. Wenn ich den Gimbal einfach umschalte, kann ich, ups, das Kabel ist jetzt im Weg, kann ich aber auch hier ganz normale Aufnahmen machen. Das Gewicht des Kabels stört diesen Gimbal überhaupt nicht. Alle Funktionen sind gegeben. So einfach kann es sein, hier einen vernünftigen Ton in Verbindung mit einem Gimbal zu bekommen. Tja, das war unser Video. Wie einfach es ist, habt ihr jetzt selber gesehen. Ich verlinke euch unten in die Videobeschreibung mal. Hier sind ein paar Klebepads unten drin. Kriegt ihr aber auch im Baumarkt oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob es hier einen Rund gibt. Und wie gesagt, diverse Funkstrecken verlinke ich euch auch unten. Funkstrecken sind Funkmikrofone. Super klasse. Die Tonaufnahme heute ist allerdings ohne Funkstrecke gemacht, weil die muss ich ja hier auch demonstrieren. Deswegen kann ich die nicht an meine Kamera montieren. Ja, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, spätestens wenn ich euch hier einfach mal was ganz Einfaches zeigen konnte. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ja, das war unser Video. Ich danke fürs Zuschauen.
Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.